Hallo, fellow kids. Herzlich willkommen auf der Halfpipe. Oh, das wär's gewesen. Das wär's gewesen. Füßlinge mögen Würstchen sehr gern, ja. Aber du musst ihnen helfen, an das Würstchen heranzukommen. Machen wir doch 2x4, gönnen wir uns jetzt mal. So soll es sein, ja. So, alle von euch, die in der Buchhaltung arbeiten, sagt mir jetzt mal bitte, wer dieses Programm nutzt, um die Rechnung auszurechnen. Hier mit den Füßlingen. So, Moment, also. Da, warte mal, noch malt hier. Okay, wir haben 2 Rechnungen zu bezahlen. A, 2 Euro. Muss man den richtigen Füßling raussuchen. Das war schon ganz gut. Wir arbeiten seit 1998 mit dieser Applikation. Wir sind 4 Füße vor dem Bankrott. Ja, jetzt machen wir mal. Also, scheiße, wir haben nur eine Rechnung erhalten. Aber wir tun jetzt mal so in der Buchhaltung, als hätten wir 3 Euro verdient. Nee, das ist gar nicht so leicht. Nee, du! Ganzes Unternehmen nutzt Windows 95, damit es läuft. Die Zange ist das Finanzamt. Was habt ihr 1984 oder was habt ihr 1784 gemacht? Man weiß es nicht. Wo wart ihr überhaupt zu der Zeit? Nicht existent. Okay, es ist niemand da, der 84 schon am Leben war. Na toll. Doch, jemand. Doch, da ist jemand. 3 Jahre schon am Leben gewesen. 1984 auf Maras Stream gewartet. Sehr gut. Show me your stuff. Beautiful. Got it. First try! Ja, so kann man es natürlich auch... Warte mal. Der soll hier mal was Neues machen. Füßlinge mögen Würstchen sehr gern, ja? Ja. Jetzt sollen die Füßlinge gegeneinander kämpfen. Ja, mal das sehen, ist eigentlich... welche am weitesten kommen. Das ist eigentlich gut so... Was meinst so, du, welche Füßlingenmannschaft gewinnt? So zur Veranschaulichung von Brutto und Netto. Dass man sagt, okay, Netto, Brutto habe ich in diesem Monat... 5x5 Euro verdient und die Zange ist das Finanzamt. Nee, das ist gar nicht so leicht. Das ist gar nicht so leicht mit den Steuern. Dieses Nochmaltier ist auch so geil, was die ganze Zeit nur so macht. Akkurat erklärt. Schloss knacken. Ich habe hier so ein Schlösserknackset. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Die müssen alle auf dieselbe Höhe sein, die Stifte. Drücke die Stifte in der richtigen Reihenfolge, um sie in die Position oben zu bringen. Was? Woher weiß ich denn die Reihenfolge? Warum hast du so etwas? Weil ich das cool fand. Wenn man weiß, wie man so ein Schlösserknackding benutzt. Und dann war ich überrascht, dass es doch schwierig ist. Und was ich hier jetzt nochmal noch kurz, bevor es endlich losgeht, als Fun Fact droppen möchte, weil das ist ja die Prüfung des Greifen, spielt auf Schloss Greifenstein. Und jetzt kommt hier, jetzt werde ich hier mich doxen. Ein Zweig meiner Vorfahren kommt aus Greifenstein. Das ist in Hessen. Und ich war als Kind dann öfter auf Burg Greifenstein. Deswegen habe ich eine ganz persönliche Verbindung zu Greifenstein und bin gespannt. Freue mich hier auf die Koop, die perfekt zu mir passt. Das ist ja eigentlich immer so, erst, das ist so Klassiker bei so Krimi-Sachen, dass man erst im Laufe des Abenteuers merkt, oh, das hat ja alles was mit mir zu tun. Das ist ja alles meine eigene Familiengeschichte, um die es hier geht. Aber Mara spoilert schon mal einfach direkt. Ja, dieses Abenteuer wurde rund um Mara und ihre Kindheit
in den Bergen hier gestrickt und die Prüfung des Greifen, ich bin sehr gespannt. Mann, das darf doch nicht wahr sein. Oh, was ich auch letztens erst gecheckt habe, war, es gibt ja den Film, wo diese Maus oder diese Ratte immer kocht und Ratatouille kochen will. Und dann habe ich auch letztens erst gecheckt, dass es Ratatouille heißt, weil es ja eine Ratte ist. Genau, es ist eigentlich ein Einzelspielerspiel. Das heißt, wir werden das gleichzeitig starten und werden uns so ein bisschen da durchbaldöbern und uns gegenseitig auf die Sprünge helfen und wo wir gerade sind und so. Also wir müssen sehr gut kommunizieren, Florentin. Ja, also und jeder, also ich mag es auch, ich glaube, jeder von uns hält sich für Sherlock, aber ist eigentlich nur Watson. So, aber jeder denkt, er wäre eigentlich der Schlaue. Du kannst gerne Sherlock sein, dann bin ich Moriarty. Na, okay, gut, so geht's auch. Moriarty wurde schon gesagt heute im Chat. Ah, schlau. Ich habe mir schon einen Profilnamen gegeben, und zwar der Fasan. Okay, ich dachte, das klingt mysteriös und ich möchte schon. Nur heute nur der Fasan genannt werden. Ich heiße Mara. Okay, also statt Sherlock und Watson haben wir heute der Fasan und Mara. Okay, also das ist das Ermittler-Duo, das heute auf jeden Fall das Problem lüften wird. Ich habe auch eine neue Lebensweisheit oder ein neues Motto für mich hier rausgenommen. Das Motto lautet Nein. Mara, was machst du eigentlich Samstagabend? Wait, I got another good one. Gut, das hat meinen Humor getroffen. Oh, Rätsel gelöst! Wie, was? Wieder aus. Ich hab versehentlich. Ach komm, ey, das kann doch nicht sein! Das kann nicht sein, dass wir... Ich will's gar nicht wissen. Ich will's gar nicht wissen. Wie habt ihr das geschafft, meine Rätsel so schnell zu lösen? Ich hab einfach willkürlich da die Fionze ein bisschen umeinander gerückt und dann hat's aufgegangen. Okay, let's go. So konnte man eben auch ein paar Stunden verbringen, indem man einfach irgendwie so Lieder nachgegrunzt hat. Sivivi, dankeschön. Oh, die Seiten kann man noch hochklappen. Oh Mann, ey, der Fasan wäre echt aufgeschmissen ohne Mara. Wie, die Seiten kann man? Die Seiten kann man hochklappen. Da steht... Oh, man kann es auch runterziehen. Runter, rechts, rechts. Ich habe runter, rechts, ja, runter, rechts, rechts. Das ist doch ein Pfeil nach unten. Okay, Rätsel gelöst. Und da geht doch die Tür auf. Ich bin einfach zu gut. Was würdest du machen? Was für Züge kämen dir hier in den Sinn? ICE 4. Let's see your trick. Okay, aber es geht. Es geht. Das passt ja. Der äußerste ist 5. Groß 5. Und klein 9. Und was dazwischen ist... ich lese jetzt groß als... Oh nein! Es tut mir sehr leid, Florentin, hab ich ja schon wieder gelöst. Hast du, aber dann dreh doch an den mittleren nicht rum, wenn du nicht weißt, was die Antwort ist. Das ist nicht dein Ernst. Ich lehne das ab.
Ich mache mich ehrenvoll auf die Suche. Speedrun! Line? Geht, aber man hat natürlich erstmal bei solchen Spielen alles angeklickt, um zu sehen, um diesen kleinen Typen hier vorne rauszulocken und zu Weißglut zu treiben. Hier ist er nicht. Ich hab doch gesagt, hier ist er nicht! Er ist wirklich nicht hier. Das hab ich doch gesagt. Ja, so wurde der erste Mord begangen. In frühen Kindesjahren habe ich gerne immer vorne diesen Typen bzw. sein Haus abgerissen. Das war so der erste Move. Nee, Hertha ist doch kein Meister. So, Meister sind doch immer so Dortmund und Bayern und Schalke. Die sind, glaube ich, gute. Der FC Buxtehude ist ganz oben mit dabei. Schalke jetzt nicht mehr. Ready to shoot. Cover shot. Ja! Jetzt habe ich auch wieder Lust, mein Lockpicking-Set anzufassen. Ja, so eine richtige Emo-Phase hatte ich nicht. Ich hatte mal auch so eine Frisur und hatte auch die Haare schwarz gefärbt mit so einer grünen Strähne. Oh Gott, ey, ihr könntet da so viel rausfinden. Zum Glück habe ich komplett alle Social Media gelöscht und es gibt überhaupt nichts mehr im Internet. Da bin ich, das war meine beste Entscheidung, glaube ich, ewig, die ich jemals getroffen habe.